Wie mache ich grünen Tee? Das ist ja so kompliziert. Also das höre ich immer wieder und ich muss dazu sagen, Tee ist überhaupt nicht kompliziert. Man hat nur immer die Vermutung, es ist kompliziert oder ein Teehändler hat einem gesagt, dass es kompliziert sei. Aber das muss es gar nicht. Tee muss vor allen Dingen Spaß machen. Ich zeige euch jetzt mal eine ganz einfache Methode, wie man Tee ideal zubereitet. So, mein Wasser hat jetzt eben gekocht. Das ist jetzt noch ziemlich warm. Und das ist mir eigentlich zu warm. Also so heiß will ich das gar nicht. Und das ist eigentlich die erste Faustregel: Das Wasser sollte nicht zu heiß sein. Die meisten Menschen, die sagen, Grüntee schmeckt nicht, der ist so bitter, die haben schlichtweg zu heißes Wasser genommen. Und da muss ich tatsächlich mal jetzt die ganzen Teebeutelhersteller ankreiden, denn da steht ganz häufig drauf: Kochendes Wasser 2 bis 5 Minuten. Und das ist Blödsinn. Ne? Also wem hilft das? 2 bis 5 Minuten kann ja alles sein. Deswegen ist mein Tipp, meine Faustregel, Daniels Faustregel mit Gelinggarantie sozusagen, ist 80 Grad Celsius, 2 Minuten. Das ist meine Faustregel für grünen Tee mit Gelinggarantie. Nahezu jeder Tee wird so gut schmecken. Es gibt natürlich Teesorten, die sind etwas spezieller, die haben eine andere Zubereitungsform, aber nahezu jeder Tee wird so schmecken. Das heißt, ich nehme jetzt hier meinen Tee, wiege den ganz professionell ab, ungefähr so viel. Übrigens, einen guten Grüntee kann man noch nicht versauen, also ich wiege das auch für mich zu Hause nicht ab. Wer das sich nicht zutraut, der kann auch einfach hier auf das Etikett schauen. Da stehen immer unsere Telemaßangaben, die stehen hier unten, immer hier unten, das erste. Da stehen die Telemaßangaben. Und hier haben wir 6 gestrichene Telemaß, 12 Gramm pro Liter. Liter ist immer so das einfachste Maß. Wir nehmen also 6 Telemaß auf 1 Liter. Deswegen ein ganz einfacher Trick, wie ich das Wasser auf Grünteetemperatur kriege. Ich koche mir etwas weniger Wasser, als ich brauche, und nehme dann kaltes Wasser. Das ist jetzt tatsächlich aus der Leitung. Das ist einfach ganz normales Leitungswasser. Das hier hat eben gekocht. Und dann gieße ich hier so einen Schwups drauf. Klecker hier alles voll. Und schon habe ich hier ungefähr meine 80 Grad. Habe hier meinen Timer auf 2 Minuten. Und gieße in die Kanne auf. Wunderbar. Und das Schöne ist, mit so einer Aufgusskanne, die kosten auch echt nicht viel. So eine Glasaufgusskanne. Noch nicht mal 20 € sind das. Und Glas übrigens geht bei mir in die Spülmaschine. Ja, definitiv. Glas und Porzellan sind versiegelte Oberflächen. Das geht in die Spülmaschine. Das heißt, wenn irgendjemand hier Früchtetee aufgießen möchte und danach Grüntee und danach Schwarztee, einfach in die Spülmaschine, funktioniert wunderbar. So, jetzt kann ich das hier, wenn ich möchte, so ein bisschen rumschwenken. Ich kann da meinetwegen links rumdrehen, rechts rumdrehen. Mondscheinwasser nehmen, ist mir egal. In der Zeit bereite ich schon mal hier meine zweite Kanne vor. Und da kann ich jede Kanne nehmen, die mir gefällt. Jede, ne? Meine Lieblingskanne, aus der schmeckt der Tee am besten. Dann habe ich hier so einen Filter, so einen Dauerfilter. Die halten auch ewig und 3 Tage. Die kann man auch in die Spülmaschine machen. Das ist hier so ein Edelstahl-Sieb und da drin ist lebensmittelechter Kunststoff. Sind sogar, glaube ich, made in Germany. Und den gebe ich hier rein zum Filtern. So, jetzt piepst mein Tee gleich. Und dann filtere ich das Ganze mit diesem Dauerfilter. Und schwupps, habe hier meinen Grüntee. Und fertig ist mein Tee. War jetzt nicht kompliziert, oder? Also ich habe das jetzt hier während eines Livestreams, habe ich hier Grüntee zubereitet und der wird einfach gut schmecken. So einfach kann das sein. Also ich brauche da kein Hexenwerk. Es gibt Wasserkocher, die haben hier so eine automatische Temperaturanzeige. Da kann ich hier meine Temperatur einstellen. Wer das hat, macht das gerne. Wenn nicht, einfach ein Schubs kaltes Wasser. Und dann 80 Grad, 2 Minuten. Damit gelingt eigentlich nahezu jeder Tee.